Servus, du bist auf der Suche oder ihr nach Dienstleistern für eure Hochzeit, dann seid ihr bei dem Video genau richtig. Jetzt geht es um verschiedene Dienstleister, Make-up-Artist, Fotograf, Videograf, Wedding-Planner. Genau, und ich stehe jetzt hier schon vom Alpin Hotel in Berchtesgaden an der Rossfeld-Panoramastraße. Und jetzt werden wir gleich mal hier reinschauen. Die Braut ist schon drin und wird gerade schon ready gemacht. Jo, let's fetz! I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I don't believe it in this one thing I adore. What is love anymore? And you came to me like a bird to the breeze, and we flow. Ja, ein paar Shots haben wir jetzt schon im Kasten. Jetzt stelle ich euch mal noch mal kurz die Make-up-Artistin vor. Wir haben hier die Lisa. Hi, ich bin die Lisa, bin Make-up-Artistin und Hairstylistin. Jawohl, genau. Und sie ist so unterwegs im Raum Salzburg, Berchtesgaden, alles was also die Berge, Alpen betrifft. Kann man so sagen, oder? Ja, definitiv. Definitiv? Ja. Ja, passt. So, jetzt haben wir an Location unsere Shoots. Wetter ist nice, Sonne geht in ein paar Stunden unter erst. Jetzt bauen wir hier mal auf, dass hier unser Paar wirklich ein schönes Plätzchen hat. Und dann wird geshootet. So schaut's aus, wenn ein Wedding Planner wunderschön alles nicht nur plant, sondern auch macht. Alles dabei. Schaut euch das an. So. Wieder Ober und dann kommen wir. So, hier haben wir die Claudia, Fotografin. Erzähl mir, was du so machst, was du treibst, wer du bist. Ich bin die Claudia. Ich bin Fotografin, vor allem auf Hochzeiten und in den Bergen unterwegs. Also ich liebe die Berge, weil ich selber auch klettern. Und daher ist so eine Szenerie immer das Schönste für mich. Von wo bist du? Ich bin ursprünglich aus Wien, aber ich lebe hier in Salzburg. Das ist meine neue Wahlheimat und es ist dort, wo einfach auch mein Herz ist. Would you hold me? If I told you we can just run away, so come my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves, leave our troubles upon the shelf. Don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. All the sidewalks and the highways, they will turn into dust as Mother Nature covers over. Every street we take can leave the way for somebody else to help themselves. Leave their troubles upon the shelf. So don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset path. Mm-hmm.
Da hinter mir haben wir noch einen Lucky, der ist Musiker. Der stellt sich auch noch kurz vor. Schaut schon mal sympathisch aus, der Kerl, oder? Lucky, sieg das der Gitarre in der Hand, sag, bist du Musiker, was machst du? Ja, kurz und knackig. Ja, was? Das scheint, das war ein Musiker, richtig. Aber nur nebenbei, also das ist mein Hobby. Hobby nebenbei und ja, mache es auf Hochzeiten, auf Anfrage, Taufen, hauptsächlich aber Festivals, Dorffeste. Schreibe selber Songs auf Bayerisch, veröffentliche das Ganze auf CD und auf Plattformen, nehme das Ganze selber auf. Ja, genau. Sehr cool. Und du bist aus dem Chiemgau, habe ich gehört, gell? Chiemsee. Genau. Aus dem Chiemgau, hinterm Chiemsee wohne ich und ja, bin früh am See, bin früh in den Berg. Und da kann ich auch am besten meine Musik machen, tatsächlich. Jawohl. Ja. Merci, das war der Lucky. Und die Song geht schon langsam unter. Der Sonnenuntergangs-Vibe rockt schon langsam. Jetzt geht's noch an den letzten Spot. Und dann haben wir es auch geschafft für heute mit der kleinen Hochzeit, klein aber fein. Deluxe in die Berge, in der Natur, immer mega schön. So, wir haben die Manu auch noch da. Sie ist Trauerrednerin aus Leidenschaft, macht es nebenbei auch. Manu, stell dich mal ganz kurz vor. Servus, ich bin die Manu. Ich freue mich auf jede einzelne freie Trauung, weil es immer wieder neue Geschichten sind, die man erfahren darf. Und ich liebe es, eure Geschichte vorzutragen und dabei eine Gefühle und Emotionen genau die richtige Betonung zu geben. Jawohl, merkst du dir. Also, wenn ihr Trauerrednerin braucht, Manu war am Start. So, und wir schauen mal jetzt, dass wir weiterkommen. Ja, dann sind wir vorgesprintet. Der Vibe! Yo. Oh ja, die Tage ist auch gut. Danke! Ein bisschen heller. Ich habe nur gesagt, ich bin früh. Schöner Abend ist das! Spielst du Triangel? Ja, ich seh's. Du wechselst die Instrumente oder ich was? Ich muss die Wunde vom Tür an! Ich weiß nicht, wie es wird, aber das wird super. Muss ja öffentlich.